das ist einfach nicht wert. Schönen Tag noch, Ansgar. Passiert. Ah. So einen könnte ich jetzt auch gebrauchen. Vielleicht mit dem Schuss Brandy? Ich gehe mal Handtücher holen. Ja. Ich hatte nach der letzten Nacht das dringende Bedürfnis nach einer kleinen Abkühlung im Pool. Sie sollten die nassen Sachen ausziehen, Graf. Sie werden sich eine Erkältung zuziehen. Ja, danke für den Tipp, Justus. Soll ich einen Arzt rufen? Sie sollen mich in Ruhe lassen. Wischen Sie das weg. Ei, ei, ei. Die können dann wohl endlich auch mal weg. Danke. Funktioniert noch. Was ist denn eigentlich passiert? Dass es mir seit langem nicht mehr so gut ging. Das ist passiert. Gräfin Lahnstein, treten Sie doch ein. Justus, ist mein Mann zu Hause? Ist er. Justus, würden Sie bitte? Oh, natürlich. Hallo, Lydia. Hi. Womit kann ich dir helfen? Sebastian, ich wollte wissen, wie es dir geht. Du warst gestern so... Ich habe mir Sorgen gemacht. Entschuldige bitte, da war ich wohl nicht ganz bei mir. Aber es ist zurzeit nicht leicht für mich. Ich weiß. Ich habe uns in diese Situation gebracht. Ja, das hast du. Aber ich hätte mich trotzdem nicht so gehen lassen dürfen. Das tut mir leid. Wollen wir nicht einfach noch mal in Ruhe miteinander reden? Das müssen wir nicht. Und falls es dich beruhigt, ich habe das mittlerweile eingesehen, dass wir... Also, dass es vorbei ist. Für immer. Und deshalb möchte ich jetzt lieber nach vorn blicken, als mich mit der Vergangenheit zu beschäftigen. Hallo. Alles klar bei dir? Ich habe nochmal nachgedacht über dich und deine Aktion gegen Ansgar. Du hättest Lahnstein Enterprises in ernsthafte Schwierigkeiten bringen können. Und ich habe auch gemerkt, dass ich ein wenig überreagiert habe. Nein, überhaupt nicht. Ansgars Unterlagen zu fälschen, das war einfach nur unprofessionell von mir, zudem geschäftsschädigend. Dafür gibt es keine Entschuldigung. Natürlich, aber ich habe trotzdem... Nein. Wie du bereits gesagt hast, mein Verhalten hätte uns fast einen Kooperationspartner gekostet. Ich habe mit Vater gesprochen. Wir wollen beide, dass du weiter für Lahnstein Enterprises arbeitest. Diese Verträge sind heute gekommen aus Kanada. Wir brauchen dringend jemanden, der sie prüft. Dann müsst ihr euch eben jemanden suchen. Was? Tristan, es tut mir leid, ich bin erstmal raus aus dieser Nummer. Jetzt komm schon, wir sind eine Familie. Wir brauchen dich. Und ich brauche eine Auszeit. Wozu? Wozu? Um den Kopf frei zu kriegen. Ja, um endlich mal runterzukommen, um mich neu zu sortieren. Was will ich nicht? Auszeit eben. Hey, keine Angst, Junge. Du schaffst das schon ohne mich. Also, mach's gut. Ah.
Ach ja, und falls jemand nach mir fragen sollte, ich bin für niemanden zu sprechen. Na sowas. Hat dein Bruder etwa doch mehr Eier in der Hose, als ich dachte?